Herr Ulrich, Sie sind regelmäßig mit dem Ministerpräsidenten und der Sozialministerin Frau Grimm-Benne im Gespräch. Das Land Sachsen-Anhalt hat die strengen Regelungen nun gelockert. Wie bewerten Sie das? Ja, wir haben tatsächlich ab heute die größten Lockerungen bundesweit in Sachsen-Anhalt und damit auch hier im Burgenlandkreis. Und das hängt natürlich auch mit dem Infektionsgeschehen und mit den Fallzahlen in Sachsen-Anhalt zusammen. Wir stehen da gut im nationalen Vergleich da und damit kann man auch weitere Lockerungen dann auch durchführen. Und das ist natürlich auch dem Verhalten der Einwohnerinnen und Einwohner hier im Burgenlandkreis zu verdanken. Deshalb auch ein Dankeschön für so viel Disziplin über so viele Wochen hinweg. Die Bürger freuen sich über die Lockerungen. Was ändert sich nun genau? Also nicht nur die Bürger freuen sich, ich freue mich auch über diese Lockerung. Wenn Sie sich meinen Haarschopf ansehen, wissen Sie, dass ich auch zum Friseur gehen muss. Also Friseure öffnen zum Beispiel heute und das ist für viele auch ein gutes Zeichen. Ab heute können auch Museen und Ausstellungen wieder unter bestimmten recht strengen hygienischen Voraussetzungen öffnen. Das wird auch im Burgenlandkreis geschehen. Alleine heute ist die Arche Nebra schon wieder offen, also diese Ausstellung zur Himmelsscheibe und das Kloster Memleben und weitere Museen in den Städten Weißenfels, Naumburg, Zeitz und darüber hinaus werden in der nächsten Zeit ebenfalls erstmal für die einheimischen Besucher wieder öffnen. Ein anderes Thema sind Bildungseinrichtungen. Die Volkshochschule und die Musikschule können in kleinen Schritten erste Angebote unterbreiten. Bis zu 5 Personen können da zusammenkommen. Das heißt, bestimmter Einzelunterricht kann wieder erteilt werden. Kleine Gruppen an den Volkshochschulen, auch diese Angebote werden wir jetzt der Bevölkerung wieder anbieten. Und die Schule selber ist in Gang gekommen. Heute am Montag sind auch die Grundschulen wieder offen. Die 4. Klassen sind jetzt da. Und das ist auch gut, denn was Eltern in den letzten Wochen zu Hause leisten mussten, nämlich berufliche Tätigkeit, Eltern sein und Lehrer sein unter einen Hut zu bringen, das hat ganz viele auch an ihre Grenzen gebracht. Auch dafür ein Dankeschön an diese Leistung der Eltern. Aber gerade die Schulen, die jetzt wieder arbeiten, bergen natürlich auch Risiken. Das bedeutet, da kommen jetzt wieder Schüler und auch der Lehrkörper zusammen in relativ engen Situationen, wo eine Ansteckungsgefahr besteht. Und deshalb möchte ich auch nochmal an dieser Stelle appellieren, dass sich auch hier alle an Abstandsregeln halten, dass die Hygienevorschriften in den Schulen eingehalten werden, dass Händewaschen eine große Rolle spielt. Wir brauchen dort kein Desinfektionsmittel, aber das normale Händewaschen mit Seife spielt eine große Rolle. Und so schön es ist, wenn man seine Schulfreunde nach vielen Wochen jetzt endlich wiedersehen kann, wir können uns jetzt noch nicht in die Arme nehmen und wir können auch nicht die Maske, die im Schulbusverkehr getragen wird, dem Nachbarn sozusagen auf den Kopf binden. Also hier brauchen wir Hilfe und Unterstützung der Eltern und natürlich auch der Lehrerinnen und Lehrer, die diese Vorschriften immer wieder erläutern müssen in den Schulen. Wie sieht es mit Spielplätzen aus? Ich weiß, dass viele auf die Wiederöffnung der Spielplätze warten. Wir können im Laufe dieser Woche eine Entscheidung darüber für den Burgenlandkreis noch treffen. Ich würde mich dazu gerne nochmal mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden verständigen. Spielplätze können öffnen, allerdings auch hier mit einem strengen Hygienekonzept und mit Überwachung. Und ich stelle mir das relativ schwierig vor, wie man Spielplätze überwachen will. Das geht so einfach nicht. Deshalb müssen wir nochmal überlegen, wie wir das in den Griff bekommen. Vielleicht können wir sie zunächst erstmal so öffnen, dass die Kindergärten und die Horte auf diese öffentlichen Spielplätze zusätzlich noch zurückgreifen können. Wir wollen ja auch, dass die Gruppen sich ein Stück weit aus dem Weg gehen können. Und ansonsten vielleicht, dass Kinder unter Aufsicht ihrer Eltern diese Spielplätze dann nutzen. Aber wie gesagt, dazu möchte ich in dieser Woche gerne noch mit meinen Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen sprechen. In Jena sind die Infektionszahlen mit der angeordneten Maskenpflicht extrem zurückgegangen. Wie sieht es mit einer Maskenpflicht im Burgenlandkreis aus? Wir haben ja in ganz Sachsen-Anhalt, in ganz Mitteldeutschland sogar eine Maskenpflicht für Verkaufseinrichtungen und auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Also eine Maskenpflicht bedeutet einen Mund-Nasen-Schutz. Ich muss jetzt keine
OP-Maske unbedingt tragen. Darüber hinausgehend eine Maskenpflicht in der gesamten Öffentlichkeit anzuordnen, das geben unsere Infektionszahlen zum Glück im Burgenlandkreis nicht her. Wir haben im Moment 91 Personen, die infiziert waren. Davon sind 75 Personen schon genesen. Und wir haben leider auch 2 Tote zu beklagen, aber im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind diese Infektionszahlen gut. Das kann sich ändern. Das zeigt schon ein Blick in unsere Nachbarschaft. Ich habe hier mal 2 Grafiken mitgebracht. Die eine Grafik zeigt die Infizierten je 100.000 Einwohner. Und das vergleicht den Burgenlandkreis mit 2 unserer Nachbarn, mit der Stadt, hier oben ist der Burgenlandkreis, mit der Stadt Gera und mit dem Landkreis Greiz. Das heißt, wir haben in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auch sogenannte Hotspots, also Orte, Regionen, wo hohe Fallzahlen sind, im kleinen Landkreis Greiz über 450 Infizierte. Der ist ungefähr halb so groß wie der Burgenlandkreis. Auch die Stadt Gera ungefähr halb so groß wie der Burgenlandkreis, hat deutlich mehr Infizierte. Und bei den Todesfällen sieht das Geschehen ähnlich aus. Auch hier stehen wir im Burgenlandkreis zum Glück gut da. Solange das so ist, brauchen wir keine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit generell. Gehen Sie davon aus, dass es bei den Lockerungen bleibt? Ich hoffe, dass es nicht nur bei den Lockerungen bleibt, sondern dass im Laufe der Zeit noch weitere Lockerungen hinzukommen. Die Gaststätten und die Hotels warten ja händeringend auf eine Möglichkeit, auch wieder Leistung anzubieten. Und das bedeutet auch Überleben oder Nicht-Überleben für diese Einrichtung. Aber das A und O ist natürlich immer, dass die Infektionszahlen so gut bleiben, wie sie sind, und dass wir nicht aufgrund steigender Erkrankungen wieder einen Schritt zurückgehen müssen. Das ist nicht auszuschließen, dass das passiert. Wir alle können dazu beitragen, dass es so positiv bleibt, wie es im Moment ist. Und das heißt Abstand halten und Hygienevorschriften beachten.